Hallihallo, meine lieben Kreativlinge, herzlich willkommen zum neuen Design Kooperationsvideo. Kein Design Tipp weiter, Kooperationsvideo von Für mit Globalent. Ha, fast dasselbe Text. ich habe mir ein paar Sachen aus der Kooperation raussuchen dürfen. Ich werde ja alles durchtesten, habe ich versprochen. Das Unboxing habe ich gestern hochgeladen. Ja, einige sind auf jeden Fall sehr gespannt auf. Viele sind gespannt auf das Kaffeeset, das Binder-Set. Kommt noch. Vielleicht auch schon früher, vielleicht auch später, ich weiß es noch nicht. Ich versuche das ja so ein bisschen, ja, interessant. Ja, ne, ihr wisst schon, ich versuche mich auf jeden Fall durchzutesten. Aber ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich was hochlade. Aber jetzt. Habe ich. Ich werde. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich als muss. Ich muss ja drei Videos online stellen. Muss in Anführungszeichen. Ich weiß noch nicht, welches ich davon dann als Link schicke. Aber auf jeden Fall werde ich trotzdem alles sagen, so wie immer. Alle Produkte, die ich mir rausgesucht habe, werde ich in der Infobox verlinken. Und den Rabattcode, der NATA10 ist, natürlich auch, so wie immer. Wie gesagt, ich weiß es halt einfach noch nicht. Aber das wäre diese Nummer. Ich habe mir die Drachenstempel zu Herzen genommen. Es sind die hier. Ich habe gesagt, ich finde die schön. Ich liebe Drachen. Ich liebe wirklich Drachen. Ich habe hier wirklich vier Bilder, vier große Bilder, beziehungsweise zwei 3D-Bilder und zwei Puzzle hängen. Ich wollte mir auch schon mal einen Drachen auf meinem Arm tätowieren lassen, aber der Tätowierer rät mir ab, weil ich halt so dünne Ärmchen habe. Ich will aber Drachen. Sowieso keine Zeit. Ja. Ich zeige euch mal zwei Karten, die ich gestern schon vorbereitet habe. Weil ich muss ja testen. Einmal der hier. Der hat tatsächlich so ein bisschen einen doppelten Schatten. Und zwar, ja, habe ich den getestet auf Papier. Hat aber nicht ordentlich gestempelt, wie man sieht. Dann habe ich das mit meiner Stempelhilfe probiert. Das hat dann funktioniert. Allerdings bin ich dann beim zweiten Mal stempeln abgerutscht. Man kann aber trotzdem das Motiv super erkennen. Aber jetzt hat er halt so ein bisschen einen Schatten. Aber ist nicht schlimm, finde ich cool mit dem Schatten. Hat was. Und das Motiv. Und seht ihr, wie die glänzen? Der hier auch. Oh, ich finde es so toll, den Effekt. Ja, und heute machen wir auch zwei, aber in anderen Farben und doch ein wenig anders da. Und ja, überhaupt. Jetzt brauche ich erstmal einen Aufleger. Beziehungsweise zwei Aufleger. Schneide ich mir jetzt erstmal zurecht bei 13,5 mal 9,5. So. ja, dann habe ich hier so ein Kreis-Stencil. Beziehungsweise, ja, man sieht, es ist mit Wolken drauf. Nochmal. Komm hier auf. Dann habe ich ein Tape. Dass ich mir noch nichts zusau. Wobei ich gerade überlege, weil ich habe jetzt gerade ich habe ein anderes Design gemacht gehabt. Ich hatte hier von jetzt keine Werbung mit der Kooperation machen, aber ich habe hier den genommen. Genau. So. So. Was ist das? Was ist das? Dann habe ich die Farbe Scattered Straw genommen. Bin ein bisschen da rein. Habe wieder ein wenig abgegeben. Und bin ganz schmal an meinem Mond entlang.
Nicht verrutschen. Mir ist während des Kochens noch eine andere Idee nämlich eingefallen. Deswegen machen wir zwei Kärtchen. So kann es dann gehen. Weil ich eben gesagt habe, jetzt tust du erstmal schnell das Essen machen. Und dann, wenn das Essen im Ofen ist und vor sich hin brutzelt, kannst du dann dein Video machen. Mal bügeln muss ich heute auch noch. Und um 13 Uhr habe ich noch einen Termin. Oh, das wird eng. Das schaffe ich heute, glaube ich, alles nicht mehr. Aber gut. Das ist meine Sorge. So. Dann machen wir einmal, ja, die Farbkombi Gelb-Orange. Dafür nehme ich einmal Wild Honey. Mal schauen, wie das aussieht. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Da werde ich auch so halt so Flecken einfach machen quasi, so, ne, hier mal der Orange, da mal Orange und da unten mal so Orange. Dann nehme ich die Farbe Mustazid. Ja, ich hab gerade überlegt, ob ich alles gesagt habe mit dem Rabattcode und ich habe gerade überlegt. Weil ich mir jetzt nicht mehr sicher war. So, dann nehme ich wieder das Scattered Straw. Wobei ich da nicht viel verblenden muss. Gelb-grün könnte ich es mal toll vorstellen. Ich weiß noch nicht. Aber ein Gelb-Grün kann ich es mir noch vorstellen. So, okay. Dann habe ich mit Pumice Stone mir einfach so ein wenig auf mein Ding drauf gemacht. Machen wir gleich bei beiden. Wassertankpinsel genommen. Und haben mir so einen Schatten quasi da reingemalt. Nicht aufwendig. Wirklich nur, dass so ein... Sieht man das? Ja, so ein... In der Kamera ist es gar nicht so gut zu erkennen. Aber wirklich nur so ein Schatten. Noch ein paar Flecken. Dann machen wir es auch gleich, weil wenn ich schon mal meinen Wassertankpinsel mit Grau eingesaut habe... Auch gar nicht ordentlich oder so. Ich weiß, es gibt ein Stencil dafür. Aber es geht jetzt nicht um diesen Stencil. So, dann machen wir mal wieder sauber. Habe ich hier noch ein trockenes Tuch? Nein. Gut. Dann mache ich mal mein derzeit, wo es aber trocknen muss, dann. Machen wir mal das andere dann. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Toll. Aber gut. Bisschen dahin. Kann ich das schon wieder wegräumen? Das kann ich dann auch wegräumen.
Machen wir mal Sicherheitsding drauf. Das ist so goldene Acrylfarbe. Die macht eben diesen, huch, diesen Glitzereffekt. Finde ich total schön. Jetzt legen wir es nämlich zur Seite, dann kann das schon mal trocknen. Vorbereitet 0. Okay. Dann machen wir jetzt hier weiter. Dafür habe ich jetzt die Farbkombi Blau und Lila wieder rausgesucht. Einmal Blueprint Sketch. Im Endeffekt gehen wir jetzt wieder genauso vor. Machen wir hier und da ein paar Flecken. Ich habe heute so einen schwebenden Kopfschmerz, der ist so richtig gemein heute. Licht am Wetter, weil heute früh war echt schön. War traumhaft schön heute früh. Aber jetzt, vorhin, wie ich den Müll rausgebracht habe, hat es dann das Regnen angefangen. Sehr ärgerlich. So, und dann nehme ich Villainish Potion. Villainish. Willem Dafoe. Vergiss! Alter! Wie bescheuert kann man bitte sein? Ich? Ja! Quietsch, 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 quietsch. Beim Lila ist es tatsächlich nicht so schlimm, dass das dann so Flecken macht. Beim Blauen ist es schlimmer, finde ich. Also so Unebenheiten. Also, ne. Bei dem anderen fällt es auch fast gar nicht auf. Okay, hier noch ein bisschen besser machen. Dann jetzt hier unten nochmal. Heute werde ich zwar dann nichts mehr schaffen, weil ich das eigentlich noch das Kaffeeset testen wollte heute, aber wie gesagt, ich werde es heute nicht mehr schaffen. Es ist 11:45 gleich und um 1 habe ich einen Termin und dann muss ich um 12:45 schon weg und ja, bügeln muss ich auch noch. Also wird es etwas schwierig heute. So. Ach ja, genau. Noch das Verblenden mit Scattered Straw. Das ist nicht ganz so. Ich bin ehrlich, es ist schwierig, die zu verbasteln, aber ich finde die unglaublich schön. So. Okay, dann nochmal, weil das war vorhin ein Fehler von mir, von meiner Denkweise. Da sind Wolken drauf, die wollte ich eigentlich. gut. Habe ich nicht rausgesucht. Nochmal dafür jetzt. Müsste das da drin sein? Ja.
ein Fingerschwämmchen für Weiß. Jetzt habe ich langsam keinen Platz mehr hier. Und da versuche ich jetzt ein paar Wölkchen zu machen. Ich wische extra nicht, weil sonst das Fingerschwämmchen irgendwann ja. Ne? Weiß wird. Wobei, ich glaube, ich habe dann trotzdem den besseren Effekt. Ja, es wird kräftiger, wenn ich es wisch. Na, dann muss ich es halt irgendwann austauschen. Kommt nämlich kräftiger rüber. Okay, nicht so schlimm. Ja, viele Wolken kann ich jetzt eigentlich gar nicht machen oder möchte ich gar nicht machen, weil... Huch. Weil mein Drache muss ja auch noch irgendwo hin. Nicht, dass der dann einen weißen Hintergrund hat. So. Kann man die Wolken sehen? Ja. Bin ich tatsächlich mal überlegen, ob das auch Goldsprenkel bekommt oder nicht. Ja, bekommt welche. Mach mal welche drauf. Nur mal verdünnen ein bisschen. Gold geht immer. So. Jetzt kann ich auch endlich mal mein Tisch oder so machen. Weg. Das kann weg. Das andere dürfte mittlerweile auch schon trocken sein. Chaotischer Schreibtisch. Wie soll es auch anders da sein? Ich muss an meinem Namen alle Ehre machen. Das mit den Wolken ist mir nämlich eben vorhin beim Kochen eingefallen. So, probierst du es nochmal gleich, wenn du das Video machst. Machst du gleich mal den Test mit. Und ja, also bis jetzt finde ich es ganz cool. Okay. Tisch einigermaßen sauber, Stencil wieder wegräumen. Suchen wir uns mal einen Drachen raus. Welchen hatte ich noch nicht? Ich hatte jetzt den und den. Ich glaube, dann verwenden wir mal den hier. Mhm. Kamera läuft noch gut. Nee, ist nicht drauf. Ich mache zuerst einen Testabdruck. Nehmen wir also von Claire. Weil der erste Abdruck ist sowieso immer grundsätzlich, ne? Weil bis die Tinte dann überall ist und der stimmt wieder super. Schön. Jetzt muss ich wieder schön festdrücken, weil das war jetzt nur ein Test. Weil wenn ich das jetzt versau, ist versaut. Gut, perfekt.
Ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Wenn ich das versaue, ist versaut. So, der kriegt auch noch ein kleines Feuerchen. Da sind so kleine Feuerspeier drin. Zwei verschiedene. Halt, verkehrt rum. Andere braucht noch wahrscheinlich ein Mühe zum Trocknen. In der Zeit schneide ich immer meine Kartenrolling und mein Zeug zurecht. Kartenrohlinge. Ich falze gleich einmal komplett bei 10,5. Dann brauche ich nur einmal falzen und nicht zweimal. Und 14,5. Und nochmal 14,5. Dann nehme ich noch schwarze Aufleger. Die schneide ich zurecht bei 14 mal 10. Davon geschossen. Dann klebe ich schon mal die ganzen Aufleger drauf. Derzeit hat es dann noch ein bisschen Luft zum Trocknen, das andere. Nach dem Video werde ich dann definitiv erstmal meinen Schreibtisch wieder aufräumen. Und bügeln. So. Also ich will ja nichts versauen, deswegen lasse ich es immer noch mit trocknen. Gerade wie ich am Weißen ist halt etwas schwierig. Und dann ist das Kärtchen auch fertig. Ich finde die, wie gesagt, richtig cool, die Drachen. Ja, sie sind schwierig zu verbasteln, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich finde die trotzdem toll. So, jetzt haben wir noch einen. Den in der Mitte. Der ist recht groß. Schauen, ob ich die Mitte aufkriege. Ja. Auch da mache ich jetzt erstmal wieder einen Testabdruck. Okay, machen wir nochmal einen. Kann sein, dass ich nicht richtig gedrückt habe, weil die eine Stelle ist jetzt nicht so. Da brauche ich definitiv die Stempelhilfe. Machen wir nochmal einen Abdruck mit Stempelhilfe. Na, ihr seht, ich habe die noch nicht getestet. Ja, schon besser. Schon besser. Die Schnauze ist nicht so das, was ich gerne gehabt hätte. Schon, dass ich wirklich überall, gerade auf die Ecken von den Flügeln. Farbe habe. Weil wenn ich da keine Farbe habe. Und ist ein bisschen heller geworden, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ist cool geworden. Mit den Wolken hat es auch was.
immer so Totenstille dazwischen ist, weil dann gucke ich zwischen Kamera und schaue, dass die Kamera läuft und dann gucke ich mein Projekt an und gucke das Projekt durch die Kamera an und man alles sieht. Gut, da fehlt ein kleines Stückchen. Da fehlt tatsächlich ein kleines Stückchen. Ich weiß nicht, ob das vom Motiv her sein soll. Aber wie gesagt, da würde ein kleines Stückchen fehlen. Ja, fehlt auch beim anderen tatsächlich auch schon. Also ob das so gewollt ist, dass das Stückchen fehlt, dass es quasi ein Baum ist, könnte man locker sagen, als Baum oder so, ne? Oder ob es oder nicht absichtlich war, aber gut, es fällt jetzt gar nicht so schlimm auf. Fällt jetzt gar nicht so schlimm auf, dass man sagt, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, Baum, Stück Wald oder so. Aber das mit den Wolken, ihr seht die kaum, ne, in der Kamera. Aber ich finde es trotzdem cool. So habe ich doch drei verschiedene Karten. Den einen habe ich noch nicht getestet. weil der ist für mich so ein bisschen winterlich. Weil da so ein Hirsch drin ist, ein kleines Bambi. Und ist für mich so ein bisschen winterlich. Aber so habe ich im Endeffekt vier verschiedene Karten auf die fast gleiche Art und Weise, aber doch noch verschieden. Ja, jetzt werde ich definitiv aufräumen. Aber ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bye, bye.